Ja, die beiden Top-Angreifer der Ulmer sind wieder mit von der Partie. Dennis Cesar steht gegen Duisburg nach Gelbsperre in der Startelf. Leo Cienza dagegen, zweiter von links, sitzt erstmal nur auf der Bank. Nach auskurierter Erkältung ist er noch nicht richtig fit. Viertelstunde gespielt, die Ulmer in den weißen Trikots beim Freistoß. Andreas Ludwig führt aus und er kommt gut. Lukas Röser per Kopf. Duisburgs Torwart Vincent Müller ist auf dem Posten. Die Partie in der Anfangsphase zerfahren, es gibt wenig Spielfluss, wieder ruht der Ball. Eckstoß für die Ulmer. Erstmal vorbei an Freund und Feind. Das ist Johannes Reichert und dann Gahl. Tom Gahl schießt die Ulmer in Führung. Der Innenverteidiger hat einen Lauf. Am Mittwoch hat Gahl schon getroffen beim 2:0-Sieg in Bielefeld. Es ist sein dritter Treffer schon in diesem Winter. Die Vorlage kommt von Reichert, dem Kapitän. Hiegel verpasst mit der Hacke. Gahl netzt ein. Aber es gibt Diskussionen. Duisburgs Torwart Müller versteht die Welt nicht mehr. Er will einen Foul gesehen haben von den Ulmern an Marvin Knoll. Aber dem ist nicht so, denn Röser wird von Fälscher geschubst und fällt dann in zwei Duisburger hinein. Richtige Entscheidung, hier weiterspielen zu lassen. Ulm führt mit 1:0. Von den Duisburgern kommt wenig bisher. Der Traditionsklub ist mit zwei Niederlagen ins neue Jahr gestartet und steckt tief unten drin. Platz 17 aktuell. Das ist Engin, Ahmed Engin, knapp vorbei. Sein Schuss dann aber so ungefährlich, dass Christian Ortak im Tor der Ulmer gar nicht erst interveniert. Das war's mit den Höhepunkten in der ersten Hälfte. Ulm liegt vorne in Aalen auf der Tribüne, der frühere Nationalspieler und Hertha BSC-Manager Michael Preetz, seit dieser Woche Geschäftsführer beim MSV Duisburg. Die zweite Hälfte und jetzt ist viel mehr Schwung in der Bude. Duisburg kommt mit Ginzek, Daniel Ginzek, weiter auf Kölle, der verpasst. Und dann ist die Chance da für Pledel. Thomas Pledel, vorbei an Ortak, aber Gahl klärt am Ende das schwache Schüsschen des Duisburger Spielmachers. Die Duisburger drücken. Das ist Fälscher, Rolf Fälscher, knappe Kiste. Die Ulmer nach dem Seitenwechsel erstmal nur hinten drin. Das Team von Trainer Thomas Wörle sucht nach Entlastung. Die 55. Minute, Einwurf Ulm, das ist Hiegel. Bisher wenig in Erscheinung getreten in dieser Partie, Felix Hiegel. Toller Schuss vom Ulmer Stürmer, es fehlen einige Zentimeter. Dann der erste Wechsel bei den Ulmern nach knapp einer Stunde. Für Röser kommt Thomas Castanaras ins Spiel. Der Angreifer ist einer der Winterneuzugänge, ausgeliehen vom Bundesligisten VfB Stuttgart. Und Castanaras haut sich gleich voll rein. Ballgewinn der Ulmer. Das ist Bastian Allgeier. Weiter auf Ludwig mit viel Gefühl. Pfosten, Castanaras, 2:0. Der Joker sticht sofort. Castanaras. Hier nicht im Abseits, ist genau 50 Sekunden auf dem Platz und macht das Tor mit seinem zweiten Ballkontakt. Es ist der zweite Treffer schon von Castanaras im dritten Spiel für die Ulmer. Und schon wieder Castanaras in Aktion. Der 21-Jährige treibt das Offensivspiel an. Das ist Romario Rösch, super Pass auf Cesar, Dennis Cesar! Riesenchance für den Top-Torjäger mit 6 Treffern beim SSV Ulm. Torwart Müller, ganz stark, ist schnell da. Es bleibt spannend, aber Duisburg hat nicht mehr viel Zeit. 80 Minuten sind vorbei. Köter sucht und findet das Tor. Anschlusstreffer. Was ist das für ein krummes Ding? Ortak ist total perplex. Der Ball springt ganz komisch auf und rutscht ihm dann durch die Hosenträger. Ein Megapatzer vom Ulmer Schlussmann. Duisburg ist wieder da, aber braucht noch ein Tor, um mindestens einen Punkt mitzunehmen. Konter Ulm, der eingewechselte Niklas Jan auf Hiegel. Der ist frei durch. Felix Hiegel, wieder nichts. Ulm verpasst die nächste Riesenmöglichkeit.
Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Bei den Duisburgern ist das Motto jetzt hoch und weit. Das ist Fälscher. Weiter auf Robin Müller. Drin das Ding! 2-2, Ausgleich Duisburg. Entscheidend der Kopfball von Santiago Castaneda. Und dann hat der MSV viel Platz und nutzt ihn. Der Abschluss von Müller ist überragend. Kurz danach ist Schluss. Ulm gibt den Sieg aus der Hand. Scheiß Ende für uns. Ich finde, wir haben es über Weitstrecken gut gemacht. Wir hatten ein gutes Spiel gemacht. War uns klar, dass es ein anstrengendes Spiel wird. Der dritte Spiel in dieser Woche. Auch wenn der Gegner jetzt auf keinem guten Tabellenplatz steht, ist es trotzdem eine ordentliche Truppe. Und ich finde, da haben wir es ganz gut gemacht. 2-0 in Führung, dann darfst du auch das Spiel einfach nicht mehr auf der Hand geben. Der Gegner hat dann ein paar so Halbchancen gehabt, nichts ganz Gefährliches und kriegt dann eigentlich wieder einen Fuß in das Spiel rein mit so einer komischen Gurke. Eine Flanke eigentlich, die als Flanke gedacht war und dann ein bisschen abrutscht und ganz komisch auftitscht. Ist für uns sehr schade, weil wir, finde ich, unglaublich gekämpft haben. Also ich habe eine Mannschaft gesehen, die super gekämpft hat, gelaufen ist, marschiert ist, verteidigt hat und wir hätten es heute einfach verdient gehabt, aber heute haben wir mal nicht das Quäntchen gehabt, das wir vielleicht in Bielefeld hatten. Ein Patzer und das Spiel kippt. Die Ulmer belohnen sich nicht für einen guten Auftritt gegen Duisburg.